So, willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo, und zwar der eine oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben in einem Video von Hand of Blood. Und zwar werden wir diese Woche in Berlin-Spandau ein kleines Fantreffen organisieren, und die Infos bezüglich dieses Treffens werde ich euch jetzt in diesem Video hier erläutern. Und zwar findet das Ganze in der Wilhelmstraße 144 in Berlin statt, und zwar ist da eine kleine Bar, diese nennt sich Plan B. Und ich werde euch jetzt auch direkt zeigen, wie ihr denn da hinkommt. Ihr seht es ja schon, hier ist die Straße einmal. Und die komplette Adresse steht auch unten in der Beschreibung. Die Google Street View Links und die Google Maps Links stehen auch drin. Und ja, das ist die Straße hier. Wir können ja mal so ein bisschen hier lang gehen für alle Leute, die vom Bahnhof auskommen. Hier fährt zum Beispiel eine Straßenbahn. Da fahren verschiedene Straßenbahnen. Ihr seht hier die Nummern. Da zur Metzerstraße. Da könnt ihr hin, und dann sind es vielleicht noch 4 Minuten Laufweg. So, für alle, die etwas weiter wegkommen, ihr geht einfach die Wilhelmstraße entlang, und dann zeige ich euch das Ganze mal. Hier hält auch derselbe Bus, und hier sind wir dann auch an den Arkaden, nämlich in Spandau am Bahnhof. Für alle Leute, die von da kommen, mit der Bahn zum Beispiel, dafür fahren ICEs, S5, und hier fährt auch eine U-Bahn, nämlich die U7. Das heißt, wenn alle Leute, die von nach Spandau S fahren müssen, mit der U-Bahn, können hier an den Spandau Arkaden aussteigen, oder Rathaus Spandau nennt sich die Haltestelle. Und dann lauft ihr einfach die Wilhelmstraße hier lang. Erst die Klosterstraße, die wird dann zeitnah auch zur Wilhelmstraße. Dieselbe Strecke sind Max und ich auch schon gelaufen. Das ist ungefähr von den Spandau Arkaden, sagen wir mal so, 15 Minuten Laufweg. Vielleicht weniger. So, ich blende euch nochmal am besten eine kleine Streetview-Sicht ein. Das ist die Bar hier, an der wir uns treffen werden. Sieht bei Tag natürlich ein bisschen lame aus, ist klar. Hier nebenan könnt ihr das auch mal sehen. Hier ist der Sportplatz. Und wir waren da letzte Woche schon, und einfach spontan haben wir eine Bar gesucht und war ganz cool. Ist jetzt nicht so eine Schickimicki-Bar, aber ganz cool eigentlich. So eine Jugendbar mit ein paar Sofas, ein paar Räumen, eine Bar, ganz normal. Sehr günstige Preise, muss ich sagen, also wirklich angenehm. Und deswegen haben wir uns gedacht, könnten wir das da mal machen, weil es auch nicht so weit vom Studio weg ist. Und die Links stehen, wie gesagt, alle unten in der Beschreibung drin. Ich hoffe, viele von euch kommen, und ich hoffe vor allen Dingen überhaupt jemand kommt. Wissen wir ja natürlich noch nicht. Und da werden wir um circa frühestens 23 Uhr, spätestens 24 Uhr eintreffen. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, wann wir aus dem Studio weg sind, aber ich denke mal, so 23.30 Uhr wird schon möglich sein. Das heißt, da könnt ihr uns auf jeden Fall antreffen, und wir werden definitiv da sein. Also, wenn ihr da hinkommt, braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass wir euch hier verarschen oder so. Wir werden hundertprozentig da sein, und selbst wenn keiner von euch kommt, dann werden sich halt Max und ich die Kante geben. Aber es wäre natürlich schon cool, wenn einige von euch kommen würden. Und ich glaube, hier vorne ist sogar auch noch irgendwo, genau, hier ist auch noch eine Haltestelle. Also da kann man wirklich sehr gut das Ganze erreichen. Deswegen war das auch sehr passend, dass wir uns das hier ausgesucht haben. Und ich hoffe, einige von euch kommen zahlreich. Und dann denke ich mal, habt ihr alle Infos. Wie gesagt, die Adresse für alle die Leute, die mit dem Auto kommen, schreibe ich hier unten in die Beschreibung rein. Ich schreibe euch auch die Google Street View Links rein und die Google Maps Links. Also da könnt ihr euch selber eine Route raussuchen. Ihr habt ja auch so einen netten Routenplaner hier von Google Maps. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns am Freitag in der Bar. Bis dann, haut da rein.